Und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem 1x1 für die Haare. Heute soll es um das Thema gehen, deine Motivation für die Selbstständigkeit. Das ist natürlich bei jedem etwas ganz Spezielles, ganz anderes und kann für den einen oder anderen, wie gesagt, ganz unterschiedliche Gründe und Motivationen haben. Aber was ihr alle mitbringen müsst, ist natürlich die Motivation, selbstständig zu arbeiten. Das sollte euch allen klar sein. Aber das ist euch wahrscheinlich auch bewusst. Wenn wir nun anfangen, die Motivationen könnten sein, dein eigener Chef zu sein. Du hast keinen Vorgesetzten mehr über dir. Du hast keine Kollegen, die dir vielleicht nicht passen, weil deine Mitarbeiter, wenn du welche haben möchtest, auch das ist nicht sicher, oder frei wählbar, die suchst du dir selbstverständlich selbst raus. Dann selbstverantwortlich handeln. Ihr müsst natürlich selbstverantwortlich handeln, aber ihr könnt es auch. Ihr könnt eigene Ideen mitbringen, ihr könnt alles selbst gestalten, eure Kreativität dementsprechend freien Lauf lassen. Wenn ihr eine gute und geile Idee habt, könnt ihr diese umsetzen, wie ihr es gerne haben wolltet und würdet. Sind euch keine Grenzen gesetzt dahingehend. Ihr könnt es ausarbeiten, ihr könnt es umsetzen, was natürlich im Angestelltenverhältnis immer so eine Sache ist. Ihr müsst es dann vortragen oder es passt überhaupt nicht in das Portfolio des jeweiligen Unternehmens, wo ihr eben gerade seid. Dann eigene Ideen umsetzen hatten wir schon, Ort und Zeit. Frei wählen können, freier wählen können. Ihr könnt natürlich sagen, okay, ich mache jetzt irgendetwas im Online-Bereich und dafür ist es egal, ob ich am Standort A, B oder sonst wo auf der Welt bin. Ihr könnt es dementsprechend frei wählen, ob ihr auf Mallorca in der Finca sitzt oder im Schwarzwald oder an der Ost- oder Nordsee. Das ist euer Ding, das könnt ihr machen, wie ihr es gerne hättet und dementsprechend könnt ihr auch den Ort eurer Selbstständigkeit freier wählen, wie als wenn ihr euch bei einem Unternehmen bewerbt, das vielleicht einen Standort hat oder zwei, drei. Und ihr dann dementsprechend örtlich und auch zeitlich gebunden seid. Das sind auch die Motivationen und Vorteile einer Selbstständigkeit. Man kann auch das Hobby zum Beruf machen. Ganz klar, wenn ihr etwas gern schon hobbymäßig macht und euch das total Laune bereitet, könnt ihr damit auch ein paar Groschen verdienen. Als Selbstständiger steht man häufig vor Herausforderungen, das Unternehmen dem Strukturwandel anzupassen. Das bringt einem auch natürlich immer persönlich viel. Ihr bleibt geistig immer flexibel, weil wenn das Unternehmen jetzt mal Startschwierigkeiten hat oder ihr seid von A bis Z im Unternehmen für alles verantwortlich, vom Einkauf über die Reinigung, über das Steuerthema, über was weiß ich, was da noch alles für Themen hereinprasseln, müsst ihr euch da natürlich erst einlesen und dementsprechend handeln. Und da bleibt ihr natürlich geistig sehr flexibel, weil das sehr verschiedene Themenbereiche außerhalb eurer eigentlichen Tätigkeit natürlich sind. Und dementsprechend habt ihr hier den großen Vorteil, dass ihr flexibel bleibt und das Unternehmen auch immer wieder den Gegebenheiten der Zeit neu ausrichten könnt und dementsprechend müsst. Oder ihr richtet es einfach, auch wenn es gut läuft, einfach neu aus. Oder macht einen neuen Zweig hier und da, stellt Mitarbeiter ein und geht nach rechts und links und dementsprechend bleibt ihr da sehr flexibel, was ihr auch schlussendlich mitbringen solltet. Wer sich dagegen natürlich immer wieder sträubt und nach Schema F fortfahren möchte,
Das kann funktionieren, aber schlussendlich hinten raus wird das wenig gewinnbringend sein, weil ihr irgendwann eventuell pleite geht nach 20 Jahren oder so oder auf der Strecke bleibt. Aber das zeigt euch allein schon euer Umsatz und das Feedback und die Zeit, und in der wir leben. Das alles bringt das mit sich. Keine Grenzen beim Verdienst nach oben und unten. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wir sollten ja alle ein paar Groschen verdienen. Und dementsprechend gibt es in der Selbstständigkeit nach oben, wie als auch nach unten, logischerweise keine Grenzen. Im Vergleich zum Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis sind wir selbstverständlich angestellt mit einem Lohn, vielleicht mit ein paar Lohnerhöhungen nach ein paar Jahren oder anderen Funktionen. Aber wir haben das relativ schnell, sage ich jetzt mal, ausgelotet. Es gibt hier und da ein paar Groschen mehr, aber wir sind da recht schnell an den Grenzen, weil wir immer nach Leistung, entweder nach Leistung bezahlt werden oder nach Stunden oder nach Qualifikation, das wir dem Unternehmen bieten, nach Funktion. Und da sind wir recht schnell an die Grenze des Machbaren gekommen. Da bietet natürlich die Selbstständigkeit nach oben überhaupt keine Grenzen. Da können wir als Ungelernter in einem Bereich Millionen verdienen. Das ist durchaus denkbar und möglich. Aber es sei auch gesagt, ihr könnt auch theoretisch und praktisch am Existenzminimum sein, so dass viele Selbstständige auch dementsprechend Hartz IV beantragen müssen. Ja, das ist auch keine Seltenheit. Und dementsprechend auch schlaflose Nächte haben, dementsprechend eventuell in Depressionen abrutschen, weil sie nicht mehr wissen, von was sie sich morgen ernähren sollen und die Rechnungen bezahlen. Das ist hier immer wieder auch ein Thema. Nicht nur die Erfolgsgeschichten nach oben, sondern auch die nicht so erfolgreichen Geschichten, die so vor sich hin dümpeln, wo es gerade so reicht oder eben auch nicht, wo man ein Minus macht. Deswegen kann man sagen, erfolgreich werden ist eine Aufgabe. Wie schaffe ich es, mein Unternehmen für mich natürlich, für mich persönlich erfolgreich zu gestalten? Auch da ist immer gesagt, erfolgreich. Was ist Erfolg? Will ich jetzt 20 Mitarbeiter, will ich 100, will ich ein Unternehmen, ein weltumspannendes Unternehmen, oder genügt mir die Solo-Selbstständigkeit, dass ich über die Runden komme? Auch da muss sich jeder persönlich die Frage stellen. Und dann natürlich erfolgreich werden, erfolgreich sein über eine Zeit und natürlich bleiben. Ja, wir alle wollen erfolgreich bleiben, und dementsprechend gilt es hier, so ein paar Regeln, so ein paar geistige Flexibilitätsregeln einzuhalten, dass wir uns immer wieder im Wandel der Zeit bewegen und dementsprechend unsere Unternehmung, egal was wir machen, ob wir jetzt Stückwaren verkaufen, ob wir jetzt Maschinen herstellen und verkaufen, ob wir jetzt irgendwelche Beratungen online machen, auch da muss man immer wieder schauen, wie richte ich mich aus, was ist hier gerade Fakt, und dementsprechend könnten wir hier agieren. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle brennend interessieren, wie ist deine Motivation in deiner Selbstständigkeit? Einfach unten in die Kommentarsektion. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hertalk, dem 1x1 für die Haare.